Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Heute zum Paket-Unboxing oder zum Melde-Unboxing vom lieben Hendrik Broster. Ich habe mal wieder bei seinem Gewinnspiel gewonnen. Das ist bestimmt schon das dritte oder vierte Mal. Und wir beide wissen nicht, wieso es so ist. Er zieht das ja immer mit Zufall und wir sprechen uns auch nicht ab. Und trotzdem habe ich jetzt irgendwie von 5 Gewinnspielen 3 oder 4 gewonnen. Ich würde mich auf jeden Fall trotzdem freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischaut. Sein Kanal ist wieder als erstes unten in der Beschreibung verlinkt. Und ihr könnt ihn auch gerne oben in der Infokarte, also hier, auschecken. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal direkt ins Paket rein. Das ist wieder ein relativ großes Paket. Es ist ja sein 100-Abonnenten-Gewinnspiel-Paket, also da darf bestimmt einiges rein getan. Und mal gucken, was drin ist. Ich weiß es selber nicht. Ich habe mir das Video auch nicht mehr angeguckt, weil die Karten dazu gezeigt hat. Und deswegen würde ich einfach mal behaupten, können wir das Paket hier aufmachen. Und dann haben wir hier den Inhalt. Wieder alles schön mit Taschentüchern oder Cap-Gedöns verbürstelt. Das kennen wir schon alles. Wow, was ist denn das hier? Erstmal lesen wir den Brief. Ist das ein Brief? Das ist ein Brief. Ich glaube, den darf ich vorlesen. Der ist auf jeden Fall auch relativ nett geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, sonst ich lese das einfach mal vor. Auf jeden Fall steht hier: Moin Hendrik, hoffe dir und deiner Familie geht es gut. Ich hoffe sehr, dass du dich über den Gewinn und die kleinen Extras freust. Vielleicht können wir ja irgendwann mal tauschen. Schreib mich gerne an, ich bin immer bereit zu tauschen. Mach weiter wie bisher und bleib so sympathisch und authentisch, wie du bist. Alles Gute wünscht dir Hendrik B. Dann hat er hier noch Gündogan und Havertz und Gündogan von der Euroserie aufgeklebt. Und PS, würde mich freuen, wenn wir mal zusammen aufnehmen könnten. Das können wir gerne machen, Hendrik. Ich habe ja schon mal mit dir gesprochen und wir haben auch darüber schon mal geredet. Werden wir auf jeden Fall alles ganz in Ruhe machen. Ich werde mir vielleicht auch zur neuen Saison dann ein paar neue Aufnahmepartner mal suchen. Und dann können wir bestimmt auch aufnehmen. Dann gucken wir mal ins Paket rein. Und hier haben wir einmal eine Dose. Und das ist eine Tupperdose. Dann haben wir die Matchstex Extra Megatin und noch eine Displaybox, die auch nochmal komplett zugeklebt ist. Und dann hier noch Papier, diesmal ein Glück, nicht ganz so viel wie beim letzten Mal. Soll gar nicht böse klingen, aber beim letzten Mal war mein ganzer Schreibtisch voll. Fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig, dass da auf jeden Fall so viel Papier dabei war. Ich würde sagen, weil das als einfachstes aufzumachen, machen wir einfach mal direkt die Dose auf. Und jetzt habe ich auch direkt die Tupperdose. Also hier sind auch wieder einige Sachen drinne. Ich finde das immer richtig gut, weil er verpackt die Sachen immer auch richtig gut. Nichts gegen die Leute, die nur Sleeves einpacken oder insgesamt die Karten überhaupt schützen, aber er denkt sich immer nur hier, what, ich mache das einfach mal komplett. Er hat mir jetzt hier einfach ganz, ganz viele Sticker und Karten geschickt, kann das sein. Auf jeden Fall sind das Karten, und zwar alles Powerkarten von der Euro-Serie und das Sticker von der Preview-Serie. Vielleicht sind da ja noch meine fehlenden Sticker dabei. Und das sind Karten von Match Attacks Champions League. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die... Ja, perfekt, Hendrik Schuster. Wir gucken uns erstmal die Sticker an. Die sind natürlich jetzt alle durcheinander, aber keine Ahnung, macht ja nichts. Hauptsache, wir sehen die Sticker. Und, wow, wir haben ja einen Ronaldo. Der ist nicht verknickt. Den legen wir auch direkt mal zur Seite. Der ist ein bisschen wertvoller als die anderen. Dann haben wir das UEFA Euro 2020 Maskottchen Skillsy. Die Base-Sticker von Schlager. David Alaba, auch ein cooler Typ. Alexander Isak, den lege ich mir auch mal direkt mal raus. Dann haben wir Svensson, Klaassen und Ekdal, Borna Barisic, dann haben wir Phil Foden, auch ein sehr sympathischer Mann, Sabitzer und Schlager, Çalhanoğlu und Tekdemir, dann Widmer, Elvedi, dann haben wir von den Niederlanden Wijnaldum, Calvin Stengs, De Jong und Van de Beek, auch ein cooler Sticker, wie ich finde, dann haben wir Gacinski, Ionov, Ozdoyev, Mostovoy, auch noch ein sehr junger, aber ich finde, da der in der russischen Liga spielt, kriegt er nicht so viel Aufmerksamkeit. Dann haben wir Donnarumma, oh, Moise Keane, auf jeden Fall ein sehr sympathischer Mann. Dann Berardi, dann haben wir Gareth Bale, dann drehen wir kurz, haben Rodon und Ampadu, dann Andrei Duda, Horosowski, Rodak und Pekarik, Grosicki und Joschwiak, Pau Torres, das ungarische Logo, das belgische Logo, Dries Mertens, Krzyzkowski, dann haben wir Muslio, Kovalenko, Zigankov, Matvienko und Sobol, Pjotov und Karavajev, dann Melem und Delaney, das Finnland- oder Suomi-Logo, Taylor und Sparv, dann Luca Dinier, Lori und Hernandez, dann Masopust, Ondrajek, Vitra, Krall und Masopust und Mahmoud Tekdemir, so wie den Ronald, den haben wir vorhin schon gesehen. Dann haben wir die Euro-Karten von der
2020-21 Kickoff Collection. Einmal das Kroatien-Trikot, das Italien-Trikot, die Fanskarten von Ilzanka, Lori, Verratti, Glick, Zirkov, Hamžik, Yilmaz und Bale. Ich glaube, den Bale brauche ich sogar noch. Perfekt. Er müsste eine meiner letzten Karten sein von der Fanskategorie. Ich brauche ja nicht mehr viele Karten. Daher toll, dass ich eine noch gebraucht habe. Dann haben wir noch von der normalen Matchdeck-Serie Gulaschi, Halstenberg, Zakaria, Thuram, Longley, Vinicius, Lorente, Ox, Mané, Jorginho, Pavard, Witzel, Guillet, Former, Ager, Clichy als Man of the Match, dann Hattrick, Hero, Gnabry, Lewandowski, Haaland und Mbappé und tatsächlich noch eine Club 100 von VVD Virtual Fun Dijk. Das war alleine alles nur in der Tupperdose. Jetzt haben wir noch die Tin. Mal gucken, was hier drin ist. Auf jeden Fall das, die schöne Tin, die habe ich auch geunboxed. Unboxing müsste auch hier oben verlinkt sein. Und was haben wir hier drin? Auch wieder zwei dicke Batzen, die eingeschweißt oder nicht eingeschweißt, sondern eingepackt sind. Ich denke immer nur angeschweißt, keine Ahnung. Ist bei mir so ein kleiner Denkfehler. Und zwar haben wir dann hier alles schön eingepackt. Wie gesagt, alles richtig gut bei ihm immer eingepackt. Das müssten FIFA 365 Karten sein aus dem aktuellen Jahr. Keine Ahnung, ob ich da noch welche brauche. Ich glaube, ich habe die Serie soweit voll, aber keine Ahnung. Ist ja immer gut, Karten zu haben. Dann haben wir Suarez, Hazard, Bale, Benedetto, Germain, Mbappé, Gnabry, Müller, Hazard, Sancho, Erling Haaland, Coutinho, Burgstaller, Lukaku, Cristiano Ronaldo, Correa, Dybala, Martin, Tadic, Capaldo, Davo, Curtis Jones, Greenwood, Lodi, Fati, Vinicius, Davis, Matondo, Bastoni, Demiral und Luis Felipe als Base-Karten oder Wonder-Kid-Karten. Ich glaube, das müsste jetzt der vordere Stapel sein. Nein, das sind auch nochmal Power-Karten aus verschiedenen Serien und zwar von der Euro-Kickoff-Collection. Nochmal Goldstopper Livakovic, De Gea, Sommer, dann Defensive-Lock Elvedi, Key-Player Kovacic, Kral, Elmas, Van de Beek und Neves, dann Goalmaschine Jaremczuk, Maestron Prodigy, Soloy und Orban, Glick und Walukiewicz und dann noch Power Trio Torres, De Gea, Ramos, Ozdoyev, Zobnin, Miranchuk und dann noch Limited Edition Karten, okay. Du schickst mir ziemlich viel, kann das sein, Hendrik? Also hier ist ja immer noch eine Box voll mit Karten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Erstmal haben wir Emre Can und dann Kevin De Bruyne aus dem Blister als Limis. Und Matchwinner von der Matchchecks Extra Serie: Bär, Zimmermann, Terodde, Geis, Antwi, Adjei, Füllkrug, Kamada, Niakate, Nastasic und dann Allrounder Toussaint, Führungsspieler Prömmel, Führungsspieler Petersen und Bundesliga-Legende Winton Rufer. Was für viele Karten. Alleine das hätte doch schon gereicht. Allein die Sticker, allein nur der Brief und 3-4 Karten hätten gereicht, auch wenn es ein Gewinn ist. Hendrik, du übertriffst dich da immer wieder selbst. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Und jetzt mache ich kurz den Siegel hier auf. Hier an der Seite ist das auch nochmal kurz zu gemacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich beschwere mich hier gar nicht. Ich freue mich sowas von doll darüber, was du mir alles schickst. Und hier sind ja auch nochmal, guck mal, hier sind nochmal zwei oder hier sind nochmal 4 Pakete drin. Und eine leere Displaybox, die stelle ich jetzt erstmal zur Seite. Den können wir mal da hinlegen. Und was haben wir dann hier drin noch? Also, erstens ergibt sich richtig viel Mühe bei dem Einpacken. Zweitens, er schickt mir hier richtig viele Karten. Und drittens, sagt einfach mal ihm Danke und geht mal auf seinen Kanal und abonniert ihn sofort. Der Typ hat es verdient, irgendwann die 1000 Abonnenten zu knacken, ganz ehrlich. Auch wenn er nicht so eine gute Aufnahmequalität hat, weil er mit dem Handy aufnimmt, aber er gibt sich Mühe. Und auch wenn er nicht so viele finanzielle Mittel manchmal hat, er versucht immer Videos zu bringen. Also, ich kenne ihn jetzt auch schon länger. Geht mal rüber und lasst mal ein paar Abos bei ihm da. Das ist wirklich korrekt, auch wenn ich jetzt nicht so viele Aufrufe mit meiner relativ großen Abonnentenzahl habe. Aber guckt mal bei dem Kanal vorbei. Richtig cool, was er da macht. Erstmal haben wir Campuzano, dann Marconi, Salvio, Camacho, Rodrigo, Mares, Bernardo Silva, Scott McTominay, Fred, Fernandes, Mata, Herrera, Thomas Partey, Rakitic und Casemiro sowie Valverde, Modric, Groß, Rogier, Kevin Strootman, dann Verratti, Sarabia, Leroy Sané, Goretzka, Can,
Suat Serda. Ich bin ja auch mal gespannt, was FIFA 365 nächstes Jahr dann als Alternative zu Schalke hat. Wenn die immer noch Schalke drin haben, obwohl sie in der zweiten Liga sind, dann weiß ich es auch nicht. Da muss dann irgendwie, die müssen sich langsam mal Rechte von anderen deutschen Mannschaften kaufen, wie irgendwie, keine Ahnung, Leverkusen oder auch, keine Ahnung, hier irgendwie vielleicht auch Leipzig, weil Leipzig ist immer gut, Leverkusen auch relativ, deswegen, keine Ahnung. Dann haben wir Eriksen, Bentancur, Ramsey, Rabiot, Lucas Leiva, Parolo und Lazzari sowie Suarez. Das sind alles Mittelfeldspieler, sieht man ja immer schön am Hintergrund. Dann haben wir Zarate, Luan, Evaldo, Mo Salah, Mané, Sterling, Jesus, Morata, Costa, Felix und Lionel Messi. Den Messi lassen wir mal oben drauf liegen. Und das war es ja noch nicht. Wir haben immer noch drei von diesen fetten Paketen hier. Also, ich sage es so oft in diesem Video, aber ich bedanke mich einfach nur. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sind das hier Powerkarten oder was? Was schickst du mir denn alles, Hendrik? Hilfe! Ich habe hier gleich ein ganzes komplettes Sammelset von allen Serien auf dem Tisch liegen, gefühlt. Wir haben das sind alles Powerkarten von der FIFA 365-Serie. Von der aktuellen. Wir haben Lewandowski als Elite, Kimmich und Gnabry als Club in Country, Elite Hummels, Time Machine Jimenez, Time Machine Korea, Time Machine Suarez, Tevez, Piszczek, Brozovic, dann International Star Fagner, Sterling, Herrera, Idrissi Gaye, Davis, Goudin, Ramsey, Rabiot, Milinkovic-Savic, dann Titan, McGuire, Piquet, Kehra und Pavard und Dominator, Mata und dann noch zwei Weltcup-Poster, einmal 1990 Italien und 1966 England. Also ich weiß auch nicht, Hendrik, mir ist das fast schon peinlich, dass du mir das alles geschickt hast. Ich nehme gerne Karten und wir können auch gerne tauschen und du kannst mir auch gerne einen Gewinn zuschenden, aber was hier alles drin ist, ich weiß es doch auch nicht. Erstmal haben wir dann hier wieder Basecard von der FIFA 35. Casio, Alisson, Ter Stegen, Courtois, Neuer, Handanovic, Onana, das sind Teuter. Dann haben wir noch Verteidiger, ganz, ganz viele. Fabra, Fagner, Mitchell oder Michel, dann Gomez, TAA, Laporte, Maguire, Wan-Bissaka, Trippier, Philippe, Jimenez, Piqué, Varane, Caleta-Car oder Chaleta-Car, Amavi, Kehrer, Alaba, Pavard, Kimmich, Süle, Piszczek, Akanji, Nastasic, Sané, Kabak, De Frisch oder De Frey, Godin, Chiellini, Bonucci, De Ligt, Acerbi, Valdes, Sanchez, Aguilera, Esco, Bosa, Feldmann, Martinez und Alvarez. Also jetzt haben wir, glaube ich, die 4-3-6-5 durch. Wir haben alle Mittelfeldspieler, alle Stürmer, alle Verteidiger, alle Torhüter und noch Powercard. Also was jetzt hier noch drin ist, das ist eine komplette Überraschung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und es... Nein, Hendrik, jetzt reicht's hier. Ich muss mich erstmal hier beruhigen. Jetzt reicht's, Hendrik. Du schickst mir doch jetzt nicht hier ernsthaft die Invincible-Karte in einem exzellenten Zustand aus dieser aktuellen FIFA 365-Serie. Dafür muss ich erstmal hier so einen Ständer holen. Das mache ich ja so selten in meinen Videos, aber hier, da muss die einfach mal präsentiert werden, die Karte. Also was hier abgeht, ich weiß es doch auch nicht. Erstmal haben wir dann nochmal ganz viele Powerkarten. Hendrik, was schickst du mir? Wir haben das Logo von Corinthians, Man United, Barcelona, Bayern München, Dortmund, Lazio und Ajax Amsterdam. Und dann die Fans-Favorites von Pogba, Roberto, Busquets, Marcelo, Payet, Marquinhos, Coman, Birki, Otschipka, Strakosha, Radu und dann noch Club-and-Country-Karten von Fabra und Campuzano, Elite van Dijk, Club-and-Country, Fernandinho und Jesus, Kabak und Coutinho, dann nochmal Elite von Walker, Club-and-Country, Payet und Torre und zu guter Letzt die letzte Karte und jetzt ist auch gut, Julian Draxler. Ich weiß es nicht, Hendrik, guck mal, was das für ein dicker Berg ist, Leute, und hier sind ja auch noch so viele Karten. Da sind auch so viele Powerkarten dabei. Hendrik, ich bedanke mich sehr, sehr vielmals für dieses Paket. Ein Glück habe ich das vor der Kamera aufgemacht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Checkt hier gerne, wie gesagt, seinen Kanal aus. Ich werde ihn auch irgendwo hier noch verlinken. Hier könnt ihr noch eine Playlist auschecken. Hier könnt ihr noch ein Video hier abonnieren. Lasst ein Like da. Haut bei Hendrik auch was in die Kommentare oder schaut da vorbei. Hat es auf jeden Fall verdient. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.